Ihre Website hat der Sohn vom Chef gemacht. Draußen wurde alles hergerichtet für einen optimalen Saisonstart der VfL-Profis. Perfekte Pflege für den Rasen. Drinnen herrschten bereits optimale Bedingungen für eine Premiere für die Partner des VfL Bochum. Denn der VfL hatte seine Partner zum ersten VfL-Netzwerkerlebnis eingeladen. Auf dieser Partnermesse stand die Pflege von Geschäftskontakten im Vordergrund. Pünktlich um 9 Uhr wurden die Teilnehmer von den VfL-Offiziellen begrüßt. Uns allen dabei viel Spaß, aber zunächst jetzt erstmal einmal Christian Hofstetter, der uns hier von Seiten des Vorstands ebenfalls hoffentlich gute Glückwünsche für den heutigen Tag mitgeben wird. Ja, vielen Dank. Erstmal von meiner Seite guten Morgen. Schön, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind zu unserem ersten Netzwerkerlebnis. Eine, finde ich, fantastische Idee unserer Vertriebs- und Marketingabteilung. Ich wünsche Ihnen und natürlich auch dem VfL Bochum, dass sehr viele Interessenten und Besucher dieses Netzwerkerlebnis besuchen. Ich wünsche Ihnen erfolgreiche und interessante Gespräche in den nächsten Stunden und hoffe natürlich, dass dieses Erlebnis in den nächsten Jahren Fortbestand hat, dass sich das weiterentwickelt, dass wir noch enger zusammenwachsen, denn der VfL Bochum braucht die Unterstützung seiner Partner. Das hat man im letzten Jahr gerade in der Endphase gesehen, gerade im sportlichen Bereich. Wenn man zusammensteht, sieht man, was man erreichen kann. Und wir brauchen eben zuverlässige Partner, auf die wir uns verlassen können. Und Sie gehören dazu. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Erfolg heute und drücke Ihnen Daumen, dass das in den nächsten Jahren dann auch dementsprechend läuft. Vielen Dank und viel Erfolg. Über 40 Unternehmen stellten ihre Produkte und Dienstleistungen auf dieser Partnermesse vor. Neben der Möglichkeit, sich kennenzulernen und Geschäftskontakte zu knüpfen, erwartete die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Co-Trainer Frank Heinemann stellte die Neuzugänge in einer Gesprächsrunde vor. Hier eine kurze Zusammenfassung. Rechter Verteidiger, kann in der Defensive mehrere Positionen spielen, wirklich ein feiner Junge, ein guter Fußballer. Linker Verteidiger, kann auch im Mittelfeld spielen, ist damals sogar als Stürmer gekommen oder als offensiver Mittelfeldspieler. Vorzeigeprofi von der Einstellung, vom Umgang mit seinen Mitspielern. Für mich wird er uns in dieser Saison in der einen oder anderen Situation noch sehr erfreuen. Europameister in Deutschland geworden. Ein guter Junge, passt ins Ruhrgebiet, ist von hier technisch sehr, sehr stark. Ist mit hohem Eifer, technisch ein sehr, sehr starker Spieler. Ja, ein Spieler, wo ich es gerne mal sage, der in der Offensive 1 gegen 1 gewinnen kann. Stürmer, Mittelstürmer, ein ganz, ganz toller Junge, der auch letztes Jahr in der U19 sehr erfolgreich war. Auch vielseitig verwendbar, auch einer, der vorne weggeht. Sehr, sehr talentierter Torwart. Fast 2 Meter groß, aber da im Torwartbereich, glaube ich, sind wir sehr, sehr gut ausgebildet und auch haben sehr, sehr gute Torhüter da. Neben diesem Programmpunkt wurde den Besuchern auch noch Showkickern, Torwandschießen und verschiedene Stadionführungen angeboten. Ein Spiel dauert 90 Sekunden, zumindest beim sogenannten Business Speed Dating. Innerhalb von nur 90 Sekunden konnten die Teilnehmer sich kennenlernen, Visitenkarten austauschen und im Idealfall ins Geschäft kommen. Und auch ein Legendentalk durfte natürlich nicht fehlen. Eine kurzweilige Gesprächsrunde mit den VfL-Legenden Uwe Leifeld und Atta Lamek. Wer hat dich entdeckt und wer hat dich zum VfL belotst? Mit Preußen Münster gegen VfL Bochum 2 gespielt und da hieß mein Gegenspieler Hermann Gerland, der nur meine Hacken gesehen hat und hat dann gesagt, also wenn ich was zu sagen hätte und er war Co-Trainer bei Rolf Schafstall, dann würde ich den Jungen holen und dann hat das innerhalb von 24 Stunden auch geklappt. Also scheint Hermann damals schon ein bisschen was zu sagen gehabt zu haben. Ja, in dieser Stadt glaube ich heute auch noch. Der Weidmann. Atta, wie bist du zum VfL gekommen? Und jetzt sag nicht mit der Straßenbahn. Über der A40 von Esnerhof. Okay. Präzisiere die Frage auf jeden Fall. Wer hat dich damals hierher gelockt und mit wie viel Kohle wurdest du hierher gelockt? Kohle gab es wenig, weil Otto Gabüß natürlich ein herrenbekanntes Geschäft hatte in der City. Das Bahnzug und Barhosen. Nein. Unser damaliger Trainer, der Heinz Höhle von 72 bis 79 hier Trainer war, den hatte ich vorher in Essen. Und er hat gesehen, dass ich
versucht, ein bisschen Fußball zu spielen. Und der hat mich dann 72 von Essen nach oben geholt. Der Eintritt dieser Partnermesse war kostenlos bei Vorlage der eigenen Visitenkarte. Teilnehmen war also einfach und unkompliziert, genau wie die Atmosphäre auf der Messe selbst. Die Partnermesse des VfL. Eine schöne Gelegenheit also für die Partner, über ihr Engagement hinaus ihr Leistungsportfolio zu präsentieren. Eine ideale Plattform, um Kontakte zu anderen Unternehmen zu fördern und zu intensivieren. Und nach der erfolgreichen Premiere steht für die verantwortlichen Organisatoren fest, diese Veranstaltung zu etablieren und im kommenden Jahr zu wiederholen. Glück auf VfL!